Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Perspektive, dem Magazin von Journalismusstudierenden der FH Wien. Wir sprechen in der heutigen Sendung über aktuelle Herausforderungen in der Medienwelt. Wie geht es dem Lokaljournalismus? Welche Rolle spielen Streamingdienste? Und was ist eigentlich konstruktiver Journalismus? Zunächst aber zu einem Thema, das immer wieder diskutiert wird. Der Programmauftrag des ORF. Welche Aufgabe hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk? Und wie sieht es eigentlich politisch aus? Seit der Bildung der neuen Regierung steht der ORF oft im Zentrum von Kritik. Nicht nur wegen der andauernden Debatte um die Rundfunkgebühren, sondern zuletzt auch wegen seinem Programmangebot. Was der ORF spielen soll, ist in seinem Programmauftrag festgelegt. Der ORF strebt ein differenziertes Gesamtangebot von Information, Kultur, Unterhaltung und Sport für alle an. Eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts OGM und dem Kurier zeigt eine tendenzielle Unzufriedenheit mit dem ORF. Dem Ergebnis zufolge sind 6% der Befragten mit dem Programmangebot sehr zufrieden, 19% hingegen gar nicht. Laut Medienexperte Peter Pleikner liegt das vor allem an zwei Programmen. ORF 3 oder Ö1 im Radiobereich sind europaweit vorbildlich, was öffentlich-rechtliche, demokratiepolitische Information betrifft. Andere Angebote, wie zum Beispiel Ö3 oder auch ORF1, entsprechen kaum noch den Anforderungen an Public Value, wie das Neuenglisch heißt. Neben der FPÖ plädieren auch die Neos für Veränderung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. In ihrem Konzept ORF 2022 fordern sie unter anderem weniger Sport und weniger amerikanische Serien in den ORF-Programmen. Auch die personellen Veränderungen im Stiftungsrat durch den Regierungswechsel sind eine neue Herausforderung für den ORF. Im Stiftungsrat haben die ÖVP und die FPÖ jetzt eine Zweidrittelmehrheit, was laut Peter Pleikner auch Einfluss und Zugriff auf den ORF sichert. Letztlich läuft alles darauf hinaus, dass die sogenannten Freundeskreise in diesem zu großen Stiftungsrat mit 35 Personen ganz klar nach Fraktionen entscheiden. Und da hat derzeit Türkis-Blau eine Zweidrittelmehrheit, könnte also jederzeit den Generaldirektor abberufen. Der ORF und die Regierungsparteien wollten trotz mehrmaliger Anfrage keine Stellungnahme dazu abgeben. Der ORF verändert sich aber nicht nur politisch, sondern hat auch mit neuer Konkurrenz zu kämpfen. Streamingdienste wie Netflix, Periscope oder The Zone ersetzen vor allem bei der jüngeren Generation immer mehr das lineare Fernsehen. Für traditionelle Medienunternehmen wie den ORF eine große Herausforderung. Alexander ist Student und lebt in Wien. Er hat zwar noch einen Fernseher in seiner Wohnung, nützt diesen aber kaum noch. Stattdessen greift er zum Laptop und zieht sich oft sogar mehrmals täglich Filme und Serien auf Netflix an. Für 7,99 € im Monat nützt er das günstige Abo. Der freie Journalist und Medienexperte Klaus Reitern sieht eine Entwicklung in Richtung Streamingdienste. Das lineare Fernsehen, das Nutzen von Fernsehprogrammen in deren vorgegebener Struktur eher zurückgeht. Man geht eher on demand, das heißt, ich will Fernsehen, wann es mir behagt, mir in meinen Tagesrhythmus, in meinen Lebensvollzug, wenn Sie so wollen, im Alltag passt. Also on demand, beziehungsweise ich will live, also per Streamingdienst, aktuell informiert werden. Für den ORF ist die Entwicklung kein Vorteil. Aufgrund des Rundfunkgesetzes ist der ORF noch sehr reglementiert, was Online und Streaming betrifft. Dr. Andrea Bogart-Radatz, zuständig für die Einkäufe von Filmen und Serien, wünscht sich daher Lockerungen im Gesetz. Da ist es heutzutage wirklich state of the art, auch online gut bedient zu werden. Und der ORF möchte das ja auch gerne und da gibt es auch viele Ideen. Im Moment dürfen wir es aufgrund des Gesetzes nicht. Und ich glaube, das ist im Interesse aller, vor allem auch aller Gebührenzahler, dass es dafür Lockerungen gibt. Durch die Entwicklungen der letzten Jahre kann man mittlerweile die Streamingdienste auch über die verschiedensten Geräte abrufen. Immer mehr Menschen nutzen dabei via Tablet den Informationsstreamingdienst Periscope, über den man eine Videoübertragung beispielsweise von einer Pressekonferenz in Echtzeit anschauen kann. Oder man nützt einfach über sein Smartphone die verschiedensten Online-Dienste wie den neuen Sportstreaming-Giganten The Zone. Die Bedeutung der Online-Streamingdienste wird also immer höher, wobei Apps wie Periscope auch Nachteile mit sich bringen, wie Klaus Reitern weiß. Der große Nachteil ist, das muss man in einem sehen und erwähnen, ist, dass keine journalistische, klassische, professionelle Prüfung möglich ist. Für Alexander sind die Streamingdienste im Moment dennoch das Maß aller Dinge. So wird der Fernseher in seiner Wohnung in Zukunft immer ausgeschalten sein. Journalismus ist nicht nur Donald Trump, Syrienkrieg und Rauchverbot.
Journalismus ist auch der neue Kindergarten Mistelbach und die archäologischen Ausgrabungen in St. Pölten. Lokaljournalismus kommt gut an, weil die Reporter über das berichten, was direkt vor der Haustür passiert. Diese Exklusivität beschert Lokalzeitungen wie der Nönn viele Leser und gute Werbeeinnahmen, im Gegensatz zu nationalen Tageszeitungen. Aber auch Lokaljournalisten müssen sich der digitalen Welt anpassen. 12.30 Uhr, Lokalredaktion der Wochenzeitung Nönn in St. Pölten. Die Mittagspause wird heute ein wenig nach hinten verschoben, denn Redakteur Mario Kern schreibt gerade in einer Geschichte über den St. Pöltener Domplatz. Dort werden im Moment archäologische Grabungen durchgeführt, die noch bis 2019 andauern sollen. Mario, wie groß wird die Geschichte am Domplatz? Ich hätte mir einen Vierspalter vorbereitet. Okay, dann plane ich das auf Seite 14 ein. Lokalzeitungen bieten ihren Lesern Informationen, die sonst keiner hat. Anstatt von Presseagenturen abzuschreiben, wird über das berichtet, was die Menschen direkt betrifft. Das soll auch in Zukunft die Finanzierung sichern. Trotzdem müssen sich Lokalzeitungen der digitalen Welt anpassen, sagt Daniel Lohninger. Er ist Chefredakteur der Nönn, dem Platzhirsch in Niederösterreich. Jeder unserer Journalisten muss immer überlegen, was ist online relevant, was muss sofort, also was hat einen gewissen Aktualitätsbedarf und wo gibt es Informationen, die noch weiter geprüft werden müssen, die man auch entsprechend hinterfragen muss, die dann wir natürlich exklusiv haben, aber wirklich in der Printausgabe dann drinnen sind. Auch Daniela Kraus vom Forum für Journalismus und Medien sieht in der Digitalisierung eine große Herausforderung. Gemeinsam mit dem Medienhaus Wien arbeitet ihr Institut an einer Studie zu Lokaljournalismus. Wenn wir fragen, was ist denn die größte Herausforderung, dann ist es natürlich die Digitalisierung, auch im Lokaljournalismus. Nicht nur aus der Perspektive, was tun wir, sondern auch aus der Perspektive, wie sollen wir die vielen Kanäle, die es gibt, bespielen mit einer tendenziell sinkenden Anzahl an Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und mit weniger Zeit. Plötzlich müssen Journalisten nicht nur Printzeitungen füllen, sondern auch die Website- und Social-Media-Kanäle betreuen. Und das mit weniger Kollegen, weniger Geld und weniger Zeit. Trotz allem blicken Lokaljournalisten laut der Studie positiv in die Zukunft. Sie sind Teil einer Community, über die sie berichten und von der sie gelesen werden. Ganz anders als in den Lokalblättern sieht es oft bei nationalen Zeitungen aus. Kriege, Skandale und Korruption. Die Nachrichten sind voll mit schlechten Neuigkeiten. Lösungsvorschläge für die Probleme werden in den Medien aber kaum bis gar nicht gebracht. Der konstruktive Journalismus versucht, das zu ändern und stellt positive Entwicklungen und Lösungsideen in den Mittelpunkt. Orte wie der Wiener Praterstern stehen immer wieder im medialen Fokus. Meistens aber nur in Form von reißerischen Kurznachrichten. Lösungsvorschläge für dortige Probleme werden keine geboten. Das zu ändern ist nicht einfach, weiß Daniel Fiene von der Rheinischen Post. Wenn neue Angebote zum Thema Constructive Journalism starten, dann beobachte ich häufig, dass viele unterschiedliche Menschen das erstmal für eine gute Idee dann finden. Aber wenn dann die ersten Ergebnisse vorliegen und sie sich damit beschäftigen, dann merkt man schon, dass das häufig sehr spezialisierte Inhalte sind. Fiene kennt einige Projekte im konstruktiven Journalismus. Diese werden allerdings von Fachexperten ohne journalistische Ausbildung verfasst. Häufig ist die journalistische Qualität dann nicht so gut, wie man das von ganz normalen anderen Medienangeboten kennt. Anders Sigetvari vom Standard hat selbst schon Erfahrungen mit konstruktivem Journalismus gemacht. Ein Beispiel jetzt zum Beispiel heute, eine Geschichte über Scheinfirmen und Schwarzarbeit auf öffentlichen Baustellen und Arbeitnehmer, die da nicht bezahlt werden. Und auf den ersten Blick sagt man sich, wow, super, da gibt es Scheinfirmen im Gemeindebau. Aber wenn man lang drüber nachdenkt, sagt man, naja, hätte das wer wirklich effektiv kontrollieren können? Ist es nicht viel komplexer? Ist es nicht schwer, das zu überwachen? Und dann wird die Geschichte, man muss immer noch schreiben, aber es ist nicht mehr so leicht, einen Schuldigen irgendwo an die Wand zu nageln und zu sagen, der ist böse, der hat alles falsch gemacht, Skandal. Die Zukunft des konstruktiven Journalismus sieht der Standardjournalist positiv. Gerade in Zeiten, wo viel über Fake News diskutiert wird, gibt es gleichzeitig das Bedürfnis nach möglichst ausgewogenen und breiten Informationen, die nicht marktschreierisch daherkommen. Also ich glaube, es wächst wahrscheinlich beides, irgendwie das Bedürfnis nach kurzen Häppchen und gleichzeitig nach größeren Geschichten, zumindest bei einigen Menschen. Wie sich konstruktiver Journalismus entwickeln wird, das entscheiden am Ende aber die Leser. Von der Rolle der Leser zur Rolle der Journalisten. Sie sind ständig auf der Suche nach der Wahrheit, decken Missstände auf und enthüllen Skandale. In der Türkei verhaftet man sie dafür. In Mexiko müssen sie manchmal um ihr Leben fürchten.
Die Rede ist von investigativen Journalisten. In Österreich werden sie zwar nicht mit dem Tode bedroht. Trotzdem hat der Investigativjournalismus auch hier mit Herausforderungen zu kämpfen. Wir haben die renommiertesten Investigativjournalisten Österreichs getroffen und mit ihnen darüber gesprochen, was ihrer Arbeit, der Suche nach der Wahrheit, im Weg steht. Mein Name ist Ulla Kramer-Schmidt. Ich bin seit gut 2,5 Jahren im ORF. Michael Nickbasch, ich arbeite für das Nachrichtenmagazin Profil. Mein Name ist Nina Horacek und ich bin Chefreporterin der Wiener Wochenzeitung Falter. Sie alle zählen zu den bekanntesten Investigativjournalisten in Österreich. Aber was ist Investigativjournalismus? Es ist die Suche nach der Geschichte im Hintergrund, nach Abläufen, die nicht transparent sind. Mit einer kritischen Grundhaltung an Themen herangehen, einmal zum Telefonhörer greifen, einmal am Menschen treffen, sinnvollerweise mehrfach, um Informationen, die an einen herangetragen werden, zu überprüfen. Das heißt, dass man nachfragt, dass man forscht, dass man sich nicht mit der ersten Antwort zufrieden gibt. Mit der ersten Antwort geben sie sich alle nicht zufrieden. Ulla Kramer-Schmidt schon seit fast 30 Jahren. Das ist nicht immer einfach. Die größten Herausforderungen sind, Leute zum Reden zu bringen, bei Geschichten, die staatsnahe sind, das Amtsgeheimnis zu brechen, an Informationen zu kommen, die eben nicht zwingend frei irgendwo ablesbar sind, also nicht aus offenen Quellen kommen. Gerade wenn es darum geht, Skandale aufzudecken, wollen viele Quellen anonym bleiben. Das ist Fluch und Segen zugleich. Jeder kann alles schreiben, wenn er das gerne möchte. Und man hat gar keine Vorstellung, wie viele Wahnsinnige auf dieser Welt unterwegs sind und anonyme Sachverhaltsdarstellungen, Mitteilungen, Medien und dergleichen verfassen, in denen die wüstesten Sachen drinnen stehen. Die Suche nach der Wahrheit erfordert Zeit und Geld. Beides ist im Medienbereich sehr knapp geworden. Das führt dazu, dass immer weniger Journalisten immer mehr Pressesprechern gegenüber sitzen. Das heißt, du hast mit immer mehr Gegenüber zu tun, die eine Geschichte in ihrem Sinn beeinflussen wollen. Trotz aller Schwierigkeiten, die sich dem Investigativjournalismus in den Weg stellen, ist er wichtiger denn je für eine funktionierende Demokratie. Was würde es mit einer Gesellschaft machen, wenn niemand mehr? Und das spielt jetzt keine Rolle, ob das ein Journalist bei einem Verlag ist, ein freier Journalist oder ein Blogger. Wenn niemand mehr sich verpflichtet fühlt, Missstände in einem System aufzuzeigen. Medien, die vierte Säule der Demokratie. Und das war's auch schon wieder aus dem Studio der FH Wien. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.